Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal sind wir nicht hier stehen geblieben, sondern wir waren in der alten Mine. Ja, Karte kann ich gerade nicht aufrufen. Moment, das muss ich übers Inventar machen. Und da haben wir, wenn ich die Karte jetzt noch aufmache, so, da haben wir ein paar Sachen gemacht. Wir haben mit ein paar Buddlern geredet und ja, ein paar Gardisten etwas Wertvolles abgeknöpft. So ein bisschen Erz, so ein bisschen Schriftrollen, so ein bisschen was zu essen und ja, hat sich relativ gelohnt. Was heißt hat sich relativ gelohnt? Hat sich auch absolut gelohnt. Und dann waren wir bei Ian und haben ihm die Liste, die Bedarfsliste der alten Mine abgenommen. Denn das durften wir ja, das ist ja unsere Prüfung des Vertrauens. Und die sollte ja möglichst nicht in die Hände vom neuen Lager gelangen. Und deswegen sind wir jetzt einfach hier, weil wir machen das einfach mal. Und ich wundere mich gerade, warum hier die Texturen so unterschiedliche Qualität haben. Ich meine, guckt euch mal, man sieht das total krass, da die rechte Textur wirkt irgendwie scharf. Zumindest im Vergleich zu der linken hier. Und die linke ist total matschig. Wie kommt das denn zustande? Was ist das denn? Hä? Hä? Naja, egal. Ist halt irgendwie ein Grafikbug oder so. Wie auch immer. Wir wollen einmal zu Laris gehen und ihm die Liste geben. Und vor allem nicht nur die Liste. Schon wieder. Ich schon wieder, ja. Nicht nur die Liste, wir sollen ihm ja auch noch die 400 Erz geben, die wir durch den Sumpfkrautverkauf erwirtschaftet haben. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ian hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Ja, gucken wir mal, wie Diego reagieren wird. Auf jeden Fall reden wir jetzt erstmal hier so ein bisschen mit Laris. Wenn ich ihn anvisiert bekomme, ich würde ungern was klauen. Wobei, so ein paar Sachen hier sind schon ziemlich... Das hatten wir ja schon mal gesehen, was hier rumsteht. Wir haben hier einen... Jetzt kann ich das nicht anvisieren. Egal. Einer von den beiden Trinken, da ist sehr cool. Laris, hallo. Ich habe hier was für dich. Also, wenn du mal mit mir reden würdest, anstatt zu rauchen, es könnte dir gefallen. So. Ich habe die 400 Erz. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Ach, denkst du? Ich habe hier aber noch was für dich, was dich interessieren könnte. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf. Und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Tja, coole Sache. Vielleicht kriegen wir davon dann sogar was ab. Schauen wir mal, was er draufgeschrieben hat. So... Ian, was mir gerade noch einfällt. 30 Flaschen Bier, 5 Flaschen Wein, 25 gebratene Scavenger-Keulen, ein halbes Dutzend Ersatzwaffen. Ja gut, das kann das neue Lager sicherlich gebrauchen, wobei ich glaube, die gebratenen Scavenger-Keulen könnte ich euch auch besorgen und verkaufen. Denn wie viele haben wir da noch? Da haben wir doch bestimmt noch einige, oder? Okay, ach, ich habe zwischendurch mal welche verkauft. Aber wir haben doch bestimmt auch noch Rohr. 22, also... Uff. Wenn ihr meint, dass ihr das überfallen müsst und irgendwie das alte Lager noch mehr auf euch draufhetzen wollt, na gut, macht das, aber ich meine wir. So, ich habe noch ein bisschen Lernpunkte, oder? 10 Stück, ja. Die möchte ich jetzt auch einmal investieren, zumindest einen Teil davon. Wenn Laris denn aufhört zu trinken. So. Ich will mich verbessern. Denn ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen Stärke lernen. Das reicht mir erstmal. Denn... Wir haben ja die Möglichkeit, hier eine Hütte zu kriegen, aber das Problem ist, dass ich momentan nicht die beste Waffe ausgerüstet habe, die ich tragen kann. Ich habe halt nur die verwitterte Axt. Wir können aber tatsächlich sogar, ein Pfeil sogar, auch
bessere Waffen ausrüsten, die wir im ersten Kapitel schon finden können. Und zwar einmal ein grobes Schwert, das wir selber schmieden können. Das können wir mittlerweile auch tragen. Das macht halt 20 Schaden. Oder die Buddlerzucht, die können wir aber nur im alten Lager kaufen. Die macht halt auch 20 Schaden. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt... Wie viel Geerz haben wir eigentlich noch? Moment. 1000, okay, 1500, das reicht noch locker. Ich möchte jetzt einmal versuchen, ob wir den Typen da platt gemacht kriegen. Ich werde einmal speichern. Ich weiß, das ist irgendwo so ein bisschen schummeln. Aber das Problem ist, wenn er uns besiegt, wovon ich ausgehe momentan, da ich nicht glaube, dass wir schon gut genug sind, vor allem nicht mit der Waffe und ohne Rüstung und nee. Also was heißt ohne Rüstung, mit der Rüstung. Probieren wir das einfach mal aus. Wenn er uns niederschlägt, dann tötet er uns nicht. Denn nur wenn er wirklich was gegen uns hat, dann tötet er uns. Denn wenn er uns tötet, kriegt er hier Probleme. Deswegen macht er das nicht. Aber er nimmt uns halt mal eben so die Hälfte unseres Erzes weg. Und bei 1500 Erz ist das nicht gerade lustig. Ganz im Gegenteil. Hätten wir jetzt die Hütte, könnte ich da einfach mein Zeug reinlegen. Und dann könnte ich mir das wiederholen, wenn wir Shrike besiegt haben. Beziehungsweise wenn er uns besiegt hat. Aber naja, ich habe einfach mal gespeichert und dann ist das auch gut so. So, wir würden gerne diese Hütte haben, weil wir haben die Erlaubnis im Gegensatz zu dir. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ja, sehr nett. Kann ich den jetzt einfach angreifen? Moment, ich provoziere ihn mal, dass er mich angreift. Weg mit der Waffe, weg damit! So, hier beim Kampf gegen Menschen ist halt auch das Blocken verdammt ernst, wichtig. Weg damit! Ihr werdet gleich sehen, er macht unglaublich viel Schaden und wir machen nicht so viel Schaden. Und so einen richtigen Stunlock kriegen wir hier nicht hin. Ja, guckt euch das an. Ein Schlag und wir haben schon die Hälfte unserer Lebensenergie weg. Kann ich... Nee, ich kann mich nicht heilen. Moment. Das können wir aber schaffen. Wir haben ihm schon relativ gut Schaden gemacht. Ich muss mich nur besser verteidigen. Und wenn ich den platt kriege, dann kann ich es auch eventuell versuchen, mal in der Arena zu kämpfen. Wobei, na, ich glaube, da kaufe ich mir dann nochmal die stärkere Rüstung. Wir haben ja das Geld. Ich meine, die 500 Erz, die sie kostet, die können wir mal eben ausgeben. Zumal wir im Sektenlager noch eine Hütte bei der Schmiede haben, wo wir nochmal ein paar Rohstahl rauskriegen können. Das heißt, eigentlich haben wir keine Geldprobleme. So, Shrike. Na, wie sieht's aus? Hier, komm. Wir machen Synchrontanzen. Ich mein's ernst, weg damit! Ich mein's auch ernst. Komm, greif mich an. Wie er sich einfach nicht verteidigt hat. Okay. Ja, ich weiß, der war etwas einseitig. Mit langweiliger Kampf hattest du schon recht, lieber... Jetzt wollte ich schon sagen Gardist, aber es war ja ein Söldner. Also, man sieht, das Kampfsystem ist halt nicht das Flüssigste. Es ist ein bisschen clunky, würde man jetzt im Englischen sagen. Aber man muss sich halt dran gewöhnen. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann funktioniert es eigentlich auch. Bloß mit dem Blocken kriege ich halt nicht so richtig hin. Shrike. Was passiert, wenn ich den... Okay, cool. Da ist keiner böse auf uns. Nein! Jawohl. So, jetzt nehmen wir ihn mal aus. Wir nehmen ihm die Waffe weg. Jetzt hat er den Zähnebecher. Jetzt müssen wir uns relativ ein bisschen beeilen. Ich nehme einfach mal alles mit, was er hat. Da habe ich jetzt nichts irgendwie Besonderes gesehen. Aber er wird halt irgendwann wieder aufstehen. Und wenn wir dann noch im Menü drin sind, was er für Items hat, dann geht das einfach weg. Ich demonstriere das mal. Er hat da jetzt nichts mehr übrig, aber... Seht ihr, jetzt steht er auf und gut ist. Na? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Meinst du? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Jederzeit. Ich hab dich gerade fertig gemacht. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Ja, genau, ist klar. Ich werde nur noch stärker. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich will die andere Option nochmal machen. Die hatten zwar jetzt schon, aber egal. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Nein, du verpiss dich jetzt hier, ja? Braver Shrike. So, wunderbar, dann ist das jetzt... Verzieh dich, raus hier! Willst du mich verarschen? Das ist meine... Ich hab mir die gerade... Hallo? Moment, ich glaube, ich muss ihn einfach nochmal niederknüppeln. So. Das war ja jetzt nicht besonders schwer. Ohne Lebensenergie und ohne Waffe ist er halt nicht besonders... kampfstark. Aber wir haben doch die Quest... Moment, wir haben doch die Quest angenommen, oder? Beziehungsweise wir haben die jetzt erfüllt. Hä?
Hä? Moment. Shrikes Hütte, da. Wir haben jetzt noch eine aktuelle Mission. Warum das denn? Wir haben doch Erfahrung bekommen. Ich konnte Shrike davon überzeugen, sich eine andere Hütte zu suchen. Mal gespannt, was Gorn dazu sagt. Ach so. Na dann. Shrike, wach mal auf. Ich will dir nochmal sagen, dass du dich bitte hier verziehen sollst, weil das jetzt meine Hütte ist. Nicht, dass du nochmal irgendwie mitten in der Nacht ankommst und versuchst, mich hier aus meiner Hütte rauszuprügeln. Lust dir auf. Ich will Gorn dich warten lassen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Hm? Hast du ein Problem? Willst du aufmucken? Hä? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? So, ist jetzt meine Hütte. Verzieh dich. So. Alter. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Whatever. Whatever, wir reden einfach mit Gorn. Der Shrike haut ab, der wird uns nicht mehr stören gleich. Was machst du denn hier? Morgensport oder wie? Aber wenn du gleich kotzen musst, weil hier schwindelig ist und sich alles dreht, dann ist das nicht meine Schuld, ja? Ah, einmal in die andere Richtung drehen. Okay, dann gleich, das ist wieder aus. Aber nicht so viel drehen. Was machst du denn da? Ich habe kein Sumpfkraut mehr, oder? Sonst würde ich ihm was andrehen. Außer halt den präparierten Traumruf. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Egal. Reden wir mal mit Gorn. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Gorn, rede mit mir. Ja gut, also es kann schon sein. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Na toll. Hätten wir das einfach Tarloff machen lassen können. Na gut. Aber was haben wir jetzt für Werte? Wir haben 40 Stärke, dank unserer zwei Ringe, nehme ich mal an. Ne? Wir haben doch hier so, genau, wir haben zweimal Ring der Kraft, die uns jeweils 5 Stärke geben. Haben wir eigentlich schon mit Horatio geredet? Horatio der Bauer, jawohl. Also haben wir da auch schon die 5 Stärke bekommen. Das klingt doch ganz gut. Dann würde ich sagen, was wir jetzt noch machen können, ist die tolle Waffe holen, die uns in der freien Mine versprochen wurde. Aber das würde ich gerne noch ein bisschen schieben. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg ins alte Lager. Da haben wir ein paar Quests zu erfüllen und tatsächlich sogar eine Quest noch abzuholen, die ich vollkommen übersehen habe. Und ich würde sagen, dann gehen wir nochmal weiter ins Sektenlager, denn da können wir noch ein oder zwei ziemlich coole Sachen machen. Allerdings werde ich gleich mal gucken, dass ich hier speichere und euch einmal zeige, was passiert, wenn wir jetzt zu Lefty hingehen. Und das werde ich jetzt definitiv noch nicht schaffen. Denn ihr werdet das schon sehen. So, ja, ich habe auch nicht volle Lebensenergie, ist jetzt aber gerade eigentlich egal. Ich habe keine Lust, mich gerade schlafen zu legen. Und wir brauchen die meines Erachtens auch nicht so wirklich momentan. Wir speichern einmal hier wieder. Dumpti-dumpti-dum. So. Gehen wir mal zu Lefty. Gucken wir mal, was der jetzt so zu sagen hat hier. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Kommt sie denn eine Waffe? Was für ein Kampf! Tu das nie wieder. Okay, anscheinend greift uns doch nur Lefty an. Ich dachte, der andere... Ja, man sieht 758 Erz gegeben am Arsch. Lieber würde ich dich umbringen. Aber das Erz ist auch nicht schlecht. Aber ich dachte eigentlich, die anderen würden sich auch in den Kampf einmischen. Ja, aber ich glaube, das ist momentan noch nicht so eine gute Idee. Zumal ich halt Einhandwaffen Level 2 nicht habe, aber das möchte ich auch nicht lernen, weil ich die 20 Lernpunkte dafür nicht ausgeben möchte. Ich möchte schon bei Level 1 bleiben, momentan, damit wir die später noch zur Verfügung haben, wenn ich denn tatsächlich Magier werden sollte. Moment, wie viel Lebensenergie brauche ich denn noch? Wir haben 48 von 88, das heißt, ich brauche 40 Lebensenergie. Können wir das irgendwie vernünftig auffüllen? Gebratenes Fleisch gibt 15. Dann kommen wir auf 30 und dann essen wir hier noch so mal Waldbeeren. Dann sollten wir volle Lebensenergie haben. Jawohl, 88 von 88. Dann versuchen wir es nochmal mit Lefty aufzunehmen. Vielleicht schaffen wir das ja, wenn nicht, dann versuche ich es nicht nochmal. Nehmen uns das für später auf. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Warum hat er die Waffe nicht gezogen? Tu das nie wieder. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Waffe gezogen, aber irgendwie
hat mein Held das sich gemacht. Wie auch immer, egal. Wir legen uns mit Defty später nochmal an. Wir müssen ja sowieso später nochmal ins neue Lager. Von daher, was soll's? Was soll's? Soll Lefty halt da noch ein bisschen stehen? Wir holen uns auf jeden Fall auch erstmal eine bessere Waffe. Dann wird das schon funktionieren. Wenn das Spiel denn jetzt so. Jetzt machen wir mal einen kleinen Bogen um ihn, indem wir einfach hier auf das Reisfeld herunterspringen. Und hoffentlich uns nicht festglitschen. Das wäre es jetzt gewesen. Dum-di-dum-di-dum. Ja, jetzt können wir einfach wieder auf den Weg gehen. Ich meine, Lefty ist so weit weg. Ich dachte gerade, da hätte was drin geschwommen. Aber das war anscheinend nur irgendwie ein Blatt oder so. Alles klar. Ja, ist natürlich auch das perfekte Wetter jetzt hier bei diesem Regen, um einmal die Gegend zu erforschen und sich zwischen den Lagern hin und her zu bewegen. Aber wir haben ja halt anders nichts mehr zu tun. Deswegen gehen wir einfach mal. Ich meine, so ein bisschen Held macht unserem Regen ja nichts aus. Genau, ist klar. Ja, wir haben ja einige Gebiete, zu denen wir schon hingehen könnten. Zum Beispiel einfach hier runter. Aber mir sind ja noch zu viele und zu starke Gegner. Das werden wir ein anderes Mal machen. Momentan bleiben wir doch lieber erstmal auf den Wegen und wagen uns noch nicht so wirklich in die anderen Gebiete vor. Aber das wird schon noch kommen, also keine Sorge. Momentan haben wir das ja alles relativ questlastig und dialoglastig. Aber da wird später auch ein bisschen mehr gekämpft und ein bisschen mehr erforschen und ja, viel mehr von allem kommen. Haben wir die Kiste eigentlich schon aufgemacht? Anscheinend schon, okay. Ja, die letzte Aufnahme ist halt ein bisschen her. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir alles schon gemacht haben. Deswegen gucke ich da nochmal nach. Aber einmal so eine Kiste überprüfen, das tut ja keinem weh. So. Hier unten haben wir jemanden. An dem sind wir schon vorbeigelaufen. Denn das ist der Weg, den uns Mordrak entlang geführt hat. Und wir sind hier an einer gewissen Person vorbeigekommen. Haben aber nicht weiter mit ihr geredet. Und zwar Aidan. Na, wer bist du denn? Kannst du uns schöne Sachen beibringen oder so zufällig? Das wäre cool. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Ja, und deswegen habe ich nicht alle Lernpunkte gerade eben für Stärke investiert, sondern wir haben hier noch 4 Fähigkeiten, die wir lernen können. Kostet uns zwar insgesamt 300 Erz, aber mit den Fähigkeiten kriegen wir das relativ schnell wieder rein. Und zwar haben wir da Häuten von Reptilien für einen Lernpunkt und 100 Erz. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Apropos Lurker, wir haben da auch noch eine Lurker-Quest im neuen Lager, aber ich glaube, der Lurker ist auch noch ein bisschen stark für uns. Zumindest mit unserer momentanen Bewaffnung, da brauchen wir auf jeden Fall die Buddlerzucht. Wenn das überhaupt reicht, aber das werden wir dann sehen. So, dann können wir noch lernen, Krallen abzuziehen. Für einen Lernpunkt und 50 Erz. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken. Auf keinen Fall nach hinten und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Sehr cool. Ja, Fell abziehen, 100 LP und 100 Erz. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Ich finde das übrigens unglaublich cool, dass man nicht einfach die Fähigkeit nur lernt, sondern tatsächlich auch noch eine Beschreibung erhält in-game, wie das Ganze abläuft. Also zumindest wie es theoretisch ablaufen könnte, wer das echte Leben wäre. Zum Beispiel auch, als wir Einhandwaffen gelernt haben, dass er uns dann gesagt hat, ja, hier, Einhandwaffen solltest du in einer Hand führen und nicht in beiden. Und dass unser Charakter dann tatsächlich auch die Hand gewechselt hat. Und jetzt hier von wegen, ja, du musst vorne anfangen und nach hinten schneiden. Und ich finde das einfach unglaublich cool und atmosphärisch. Dass man da nicht einfach so kriegt, ja, bumm, ja, du kannst die Fähigkeit jetzt, geh weiter. Wie komme ich an die Zähne?
Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Alles klar, dann können wir jetzt Tiere ausnehmen. Und vielleicht können wir Aiden ja auch noch ein bisschen ausnehmen. Moment, ich speichere das Ganze nochmal ab. Da wird sich der Jacksmith jetzt wieder aufregen, dass ich zu viel speichere, aber ist mir egal. So, das liegt hier einfach so in der Wildnis rum. Ich denke mal, das können wir mitnehmen, oder? Becher, ja, nehmen wir mit. Hammer, Erz sowieso. Und rein theoretisch dürfte er auch nichts sagen, wenn ich jetzt hier in diese Kiste gehe. Denn das hier ist rein technisch gesehen kein Haus. Und damit ist es rein technisch gesehen eine Kiste, die niemandem gehört. Deswegen gehen wir da einfach mal dran und ja, er scheint nichts dagegen zu haben. Okay, Dietrich, Bier, Heilung, Pfeil, nehmen wir alles mit. Aidan, du solltest eventuell mal bald zum neuen Lager zurückgehen und dir neue Vorräte holen, weil deine sind gerade irgendwie, Goblins haben sie geklaut. Ja, Goblins haben sie geklaut. Ich finde, das ist eine gute Begründung. Haben wir hier oben noch irgendwelche Kräuter oder so, die ich einsammeln kann? Scheint nicht der Fall zu sein. Da möchte ich noch nicht weitergehen. Also legen wir den Weg hier zurück. Gucken uns vielleicht die eine oder andere Höhle noch an. Das könnten wir eventuell machen. Aber wir sollten vorsichtig sein, in was wir da reinlaufen. Aber es wäre ganz cool, wenn wir jetzt unsere neuen Fähigkeiten einmal anwenden könnten. Was haben wir denn hier? Steinwurzel. Nehmen wir mit. Keine Ahnung, was sie macht, aber wir nehmen sie mit. Wir nehmen einfach alles mit. Ich meine, wir haben ja kein Traglimit oder so. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Höhleneingang. Den können wir uns gleich mal näher angucken. Ich glaube, da drin sind nur Kreaturen, mit denen wir es aufnehmen können. Hier fliegen einfach mal irgendwie, fliegt irgendwie so Unkraut in der Luft. Ist auch gut. Kein Wunder, dass das überall wuchert. Es fliegt einfach und pflanzt sich dort nieder. Sind die Illuminaten daran schuld? Waldbären, om nom nom. So, dann speichere ich jetzt hier aber tatsächlich nochmal ab. Denn ich möchte ja ungern sterben. So, da sind Mole Rats drin. Cool, mit denen können wir es aufnehmen, auf jeden Fall. Ohne Probleme. Ah, 4 Stück. Ein Schlag tot. Ein Schlag tot. Ey! Hallo, ihr sollt nicht mich angreifen. Habt ihr mir überhaupt Schaden gemacht? Moment, Lebensenergie 46, ja. Jeweils ein Schaden pro Schlag. Wow. So, was haben wir denn hier? Nachtschatten. Verwitterte Axt haben wir schon ausgerüstet, bringt uns also nicht viel, aber den Trank nehme ich gerne mit. Und die Mole Rats nehmen wir natürlich aus. Die geben uns leider nichts außer Fleisch. Das heißt, hier können wir unsere gelernten Tiere ausnehmen, Fähigkeiten nicht anwenden. Wären Scavenger gewesen oder Wölfe oder so, dann hätten wir denen was abnehmen können. Also den Scavengers die Krallen, den Wölfen das Fell und die Krallen und die Zähne. Na, ich glaube Krallen nicht von den Wölfen, aber Fell und Zähne. Das wäre schon cool gewesen, aber egal. Die 300 Erz kriegen wir auf jeden Fall wieder rein durchs Tier ausnehmen. Das geht ziemlich flott. Hallo, sollst du die Waldbären bitte mitnehmen? Dankeschön. So, hier haben wir auch noch eine kleine Hütte stehen. Von jemandem, den wir bisher auch haben ignoriert. Mit ein paar Fleischschwanzen. Moment, den will ich mal eben hier erledigen. Nein, das war falsch. Du sollst keinen Kick machen. So. Wunderbar. Sie geben immerhin ein bisschen Erfahrung. Also, das ist schon schön. Was haben wir hier? Das liegt natürlich auch einfach alles in der Wildnis rum. Auch wenn es bei einem Haus ist, deswegen nehmen wir das auch mit. Fleischschwanzen-Ragout, Omnomnom und Wein. Und Äpfel. Die können wir gebrauchen. Wobei, ich glaube, wir haben schon genug Äpfel, oder? Für die tolle Waffe. Wie viele haben wir denn? 10. Ja, das sind zu viele. Ich hätte keine kaufen brauchen. Aber ich meine, die haben jetzt auch nicht die Welt gekostet. Von daher, alles halb so wild. Was haben wir denn hier? Ein Krug. Ein Reisschnaps. Ja, wir haben nicht mal mit dem Typen geredet, nehmen ihn aber komplett aus. So muss das laufen hier. So, wer bist du denn überhaupt? Kavalorn. Hallo. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Ja, von dir haben wir doch schon gehört, oder? Von Fingers, der meinte, wenn wir schleichen lernen wollen, dann müssen wir zu Kavalorn gehen. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir.
Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So, ja, wir können lernen Schleichen und Bogenstufe 1. Werde ich aber beides nicht lernen. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn? Dietrich, Erzbrocken. Das klingt ganz gut. Brauchen wir noch Käse? Käse. Moment mal. Ich möchte mir nochmal angucken, was wir genau für die eine Quest brauchen. Valoros Waffe. Wir brauchen 5 Äpfel, die haben wir. 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Das gucken wir uns mal eben an. Ich vermute, Käse brauchen wir noch. Oder sehen wir hier irgendwo Käse? Käse. Nein, das wollte ich eigentlich nicht singen. Ich sehe hier keinen Käse. Wir haben auf jeden Fall genug Reisschnaps und Bier. Aber Käse und Trauben fehlen uns definitiv noch. Okay. Dann, Cavalon, hier, du hast einen Käufer gefunden für deinen Käse. Zeig mir deine Ware. So, den hätte ich gerne. Dankeschön. So, wir können bestimmt ein paar Sachen verkaufen. Moment, wir haben doch gerade hier Waffen gefunden. Stachelkeule. Oh, was ist das denn? Stimmt. Wir haben dem einen Typen hier seine Waffe abgenommen. Guckt euch mal an, was das für eine geile Waffe ist. Schaden 25 im Vergleich zu den 13, die unsere verwitterte Axt macht. Ja, das rüsten wir natürlich sofort aus hier. Moment. Du nimmst erstmal die verwitterte Axt, dann akzeptieren wir den Deal. So. Ja, cool. Jetzt haben wir eine ganz neue Waffe, die wesentlich mehr Schaden macht. Vor allem auch mehr Schaden... Was hast du mit der... Ja, ich wollte nur mal gucken. Vor allem die mehr Schaden als die Butlerzucht macht. Das ist natürlich ziemlich cool. Zeig mir deine Ware. So, jetzt wollen wir natürlich noch das Erz haben. So. Waffen. Ja, die verwitterte Axt kannst du haben. Den Bogen brauchen wir eigentlich auch nicht. Na, die Pfeile behalten wir erstmal. Was soll denn da für Schriftrollen? Ne? Die behalten wir auch erstmal. Verschiedenes. Ja, komm, hier. Becher brauchen wir nicht. Hammer brauchen wir nicht. Truhenschlüssel könnten wir noch behalten. Sollen wir hier Zähne, Rasiermesser, Fackeln. Wobei Fackeln behalten wir auch erstmal 2 Stück. Man weiß ja nie, wann man sie gebrauchen kann. Aber den Krug kannst du noch haben. Und das Wanzenfleisch. So, dann kommen wir wenigstens auf 73 Erz. Das ist immerhin schon ein bisschen was. So. Nein. Bleib auf dem Erz. Dankeschön. So. Alles klar, Cavalon. Ach, ist das cool. Können wir die Truhe aufmachen? Moment, da sagt er doch bestimmt auch nichts. Auch weil das hier wieder kein richtiges Haus ist. Oder? Cavalon? Hast du doch nichts gegen, oder? Sehr schön. Was haben wir denn? Dietrich, Bier, eine Fackel. Wolfsfell, Zähne und Cavalons Schlüssel. Lalalala, das hast du gar nicht gesehen. Dumpti-dumpti-dumpti-du. Lalala. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, dass die einfach nichts sagen, wenn wir hier an deren Truhen rangehen. Aber ich meine, wenn die schon nichts sagen, dann nutzen wir das auch direkt mal aus. Oh, ich habe euch da gar nicht gesehen. Bock. Und Bock. Haha. So, Seraphis nehmen wir natürlich auch mit. Und das ganze Fleisch. Dumpti-dumpti-dumpti-du. So, Cavalons Schlüssel, den brauchen wir genau für diese Tür hier. Die würden wir sonst nämlich nicht aufbekommen. Und ich glaube, ich war hier auch noch nie drin tatsächlich. Weil ich nie... liegt hier viel Zeug drin. Weil ich nie die Truhe aufgemacht habe. Und jetzt müsste der Schlüssel eigentlich... Ne, den haben wir immer noch. Egal, auf jeden Fall, ohne Cavalons Schlüssel hätten wir diese Tür hier nicht aufbekommen. So, was haben wir hier? Pfeile. Ja, ist natürlich klar, wenn er hier ein Jäger ist, dann hat er hier auch einiges an Equipment rumliegen. Ein Kurzbogen, den könnten wir eventuell sogar mal behalten. Wobei, wir brauchen relativ spät im Spiel einen Bogen. Oh, für eine Sache. Und da sollte ich dann definitiv auch einen mitnehmen. Ich weiß auch, wann das ist, aber ich glaube, das lohnt sich nicht, jetzt den Kurzbogen die ganze Zeit mit mir hier rumzuschleppen. Schauen wir mal. Hier noch ein Dietrich, Bier, Fackeln. Fell eines Schattenläufers. Ui, habt ihr gesehen, wie viel das wert war? Moment. 100. Das ist nicht schlecht, ne? Und wenn wir selber mal einen Schattenläufer erledigen, dann können wir ihm auch das Fell abziehen.
Also ihr seht schon, das lohnt sich durchaus, das zu lernen. So, ah, die ist verschlossen. Okay, links hörte sich gut an. Nochmal links. Nein, links, rechts. Okay, das war's schon. Cool. Dietrich, Axt, grobes Schwert. Genau, das hätte ich mir sonst geholt. So ein grobes Schwert mit 20 Schaden. Aber da wir jetzt hier die Keule haben, brauchen wir das gar nicht mehr. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also wir können uns theoretisch... Stachelkeule. Wir können uns theoretisch auch schon eine viel, viel stärkere Waffe holen, indem wir einfach in die Burg reinrennen und eine gewisse Person da töten. Da kriegen wir dann, glaube ich, sogar die stärkste Einhandwaffe im Spiel oder so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Aber ich finde, das ist doof, wenn man das macht. Wir wollen ja so spielen, wie das Spiel es vorsieht. Deswegen werden wir uns langsam hocharbeiten und immer bessere Waffen finden und kaufen und machen das lieber so, anstatt dass wir da einmal reingehen und uns die ultimative Waffe holen, mit der wir dann das ganze Spiel durchhauen. Das wäre ja doof. Nein, wir machen das so. Was ist da hinten? Moment, war da gerade ein Gegner? Tatsächlich, das ist ein Scavenger. Dann können wir gleich mal unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Komm her. Put. Und bam. So. Was hast du denn Schönes? Du hast auch eine Rose. Ich dachte, Scavengers können wir auch irgendwie was ausnehmen. Okay. Dann halt nicht. Ich dachte, die geben auch Krallen oder so. Habe ich mich wohl vertan. Wir können aber auch nicht sehen, welche Fähigkeiten wir gelernt haben. Aber wir haben sie definitiv gelernt. Ich meine, ich war dabei. Ein Skelett auf dem Boden. Ich glaube, in die Richtung sollten wir noch nicht weitergehen. Nein, nein. Definitiv nicht. Da sollten wir noch ein bisschen warten. Ein ganzes bisschen, ja. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Ich weiß nur noch, dass es mich ziemlich, ziemlich schnell getötet hat, als ich da das erste Mal hingegangen bin. Deswegen akzeptieren wir mal die Warnung des Skeletts, das da liegt. Und klettern stattdessen lieber hier hoch. Ich sagte, wir klettern da hoch. Auch wenn ich gerade nicht mehr weiß, wo mich das hinführt. Ach so, einfach hier jetzt hoch, oder wie? Hallo? Moment, dann gehen wir halt an der Wand hoch, wenn dir das besser gefällt. Hallo? Du sollst dich da bitte festhalten, dankeschön. Na, da können wir noch weiter hoch. Bringt uns das irgendwas, ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Wir gehen wieder runter. Vor allem nicht, dass dann da tatsächlich irgendein böses Viech auf uns wartet. Nein, wir bleiben an den Wegen. Das ist ganz gut so. Und ich glaube, bevor wir jetzt da weiter in das alte Lager hineingehen, beenden wir die Folge mal für heute. Übernachten so ein bisschen hier in Cavalons Hütte. Was liegt da eigentlich? Ein Knüppel. Nehmen wir auch mit. Ja. Wir leisten Cavalon ein bisschen Gesellschaft. Und, schmeckt's. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!